and beyond. Yeah. Heidelberg Catechism. Macht des Glaubens. 450 Jahre Heidelberger Katechismus. Ein kleines, unscheinbares Buch erobert die Welt. We believe in the cross, believe in his life, we believe in his death, believe he's the Christ, we believe that he rose from the grave, yes it is him, and we read the Heidelberg Catechism. 1563 ist der Heidelberger Katechismus erschienen. 450 Jahre später wird die Entstehungszeit in drei großen Ausstellungen in Heidelberg und in den Niederlanden zu neuem Leben erweckt. Die Zeit um 1600 war eine Zeit des Umbruchs. Die Menschen erlebten eine sogenannte kleine Eiszeit mit Unwettern, mit Überschwemmungen, Hungersnöte, Krankheiten und Epidemien. Und der Blick richtete sich in den Himmel. Die Theologen fanden ihre Antwort in der Konfession. Die Naturwissenschaftler beobachteten das Wetter. Es begann das Phänomen, dass die Welt neu vermessen wurde. Friedrich III. Als Kurfürst und Landesherr war gefordert. Er gab seinen Theologen den Auftrag, ein Gebetsbuch für Kirche und Schule zu schreiben, zur Verbreitung des reformatorischen Gedankenguts. Macht und Glaube – zwei zentrale Themen der Ausstellungen auf dem Heidelberger Schloss und im Kurpfälzischen Museum. Für unseren Teil war es natürlich ein Anliegen, nicht nur die theologischen Fragen aufzubereiten, sondern vielmehr den in den zeitlichen Kontext zu stellen und zu sagen, ja, wer war damals in Heidelberg, wer spielte eine Rolle. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Aspekt besonders herausgehoben, die Wissenschaft in Heidelberg und die Universität thematisiert. Auf dem Heidelberger Schloss stehen die Kurfürsten, deren Politik und das höfische Leben im Mittelpunkt der Ausstellung. Wir gehen zurück in die Zeit, die alles vorbereitete. Wie haben sich die Kurfürsten platziert innerhalb Europas im Rahmen des neuen Glaubens? Wir haben rund 170 Exponate aus allen bekannten Museen Europas, viel aus England. Musée de l'Armée in Paris sind wir auch stolz auf einen Brustharnisch von Otto Heinrich. Also Dinge, die noch niemals zuvor ausgeliehen wurden teilweise und vor allem waren sie noch nie in Heidelberg. Der Heidelberger Katechismus ist bis heute der wichtigste geistig-kulturelle Exportartikel unserer Stadt. Und diese Ausstellung im Schloss und im Kurpfälzischen Museum ist das größte Ausstellungsprojekt, das wir bisher in Heidelberg gemacht haben. Der Heidelberger Katechismus wurde in 40 Sprachen übersetzt. Noch heute lesen weltweit über 20 Millionen Menschen täglich in der bedeutendsten Bekenntnisschrift der reformierten Kirche. In einem Begleitband zur Ausstellung wird dem Phänomen Heidelberger Katechismus nachgegangen. Theologen und Historiker können sich freuen über neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Aber ich denke auch für Kunstliebhaber, für Kunsthistoriker ist auch das Spezielle, dass man jetzt auch sehen kann, wie es alles aussah in der Zeit des Heidelberger Katechismus. Dass man auch die Dokumente und auch die Leute, die wichtig waren im 16. Jahrhundert hier im Heidelberger Hof, sehen kann.